Also, hallo, heute zeige ich euch, wie man mit einem einfachen Stirnband und etwas Schnee eine Schneehaube macht. Zuerst setzen wir uns das Stirnband auf den Kopf. Ihr braucht dazu auch Handschuhe. Es ist nämlich etwas kalt und ein Schal wäre gut für den Hals. Mal sehen, ob ich genug Schnee dafür zusammenbekomme. Ist voll. Ja, dieser Schnee eignet sich heute nicht so gut, aber ihr versteht das Prinzip. Ungefähr. Und jetzt ordentlich abwaschen. So bleibt die Kapotte auch gut gekühlt. Das war's, bis zum nächsten Mal. Stopp!